What a hard landing. I'm just glad I survived. I need to look around and figure out where I am. Was für eine harte Landung. Zum Glück habe ich wenigstens überlebt. Wo bin ich hier eigentlich? Wieso kann ich Aaron nicht anklicken? Und wieso ist sie überhaupt dabei? Dieser miese Roboter. Was war das bitte für eine Mega-Explosion? Was? Das könnte doch nicht machen. Was für ein Assi-Kerl, ganz ehrlich. Ach so. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, der hat dem Roboter jetzt ein Schutzschild verpasst, dabei hat er ihn nur eingeschränkt, den Roboter. Entschuldigung, Magier, Entschuldigung. Wir sollen dir folgen. I shouldn't even approach it. It might rip through the vines. Ich sollte mich dem Ding nicht mal nähern. Didn't see Aaron sneak into the ornithopter. I'm glad she survived. Komm noch mit. Zum Glück hat sie überlebt. Ach ja. Nochmal zu der riesen Explosion. Das war ja nicht nur die eine Bombe. Also, das waren schon ein paar, ne? What a beautiful place. It's so great to be in the forest after the prison of steel. Was für ein schöner Ort. Es ist so großartig, wieder im Wald zu sein, nach diesem Stahlgefängnis. Guck mal, eine Vogelscheuche. Und wir klauen dem einfach mal alles, dem Magier hier. Schön, dass du uns gerettet hast. Wir klauen dir einfach mal alles, was geht. Looks like something is supposed to spin around on the stick. Es sieht aus, als ob etwas an diesem Stock sich drehen sollte. Was ist das? The ground is loose here. I could try to digging up some worms to go fishing. Also die Erde ist hier lose. Ich könnte versuchen, ein paar Würmer zu fangen, um fischen zu gehen oder angeln zu gehen. Also du bist nur wieder die Vogelscheuche. Ein Ameisenhaufen. Ne, erstmal ein Fassfragment. Natürlich, wir klauen wieder. Es ist nur ein Ameisenhaufen. So, das sieht aus wie ein Brunnen oder sowas. Ah nee, das ist ein magischer Altar. Aber hier fehlt definitiv etwas. Wahrscheinlich eine Kugel oder sowas. So, hier können wir lang gehen, dann schauen wir zuerst hier. That was the wizard who saved my life. He wouldn't mind if I paid him a visit. Also das war also der Zauberer, der uns das Leben gerettet hat. Ich denke, es würde ihm nichts ausmachen, wenn wir ihm einen Besuch abstatten. Aber wir gehen jetzt zuerst mal hier vor und klauen ihm seine Angel. Nee. Diese Angelrute hat keine Ahnung oder Haken. So, wenigstens sein Wurmdings nehmen wir ihm mit. Ah, da kann der Jim hinfliegen. Dann bringen wir uns doch mal bitte den Hammer von dem netten Herrn. Jawohl, dann hat er auch keinen Hammer mehr. So, können wir sonst noch was klauen? Hier nicht. Dann schauen wir mal weiter. Die Bienen attackieren den Waldriesen. Ich muss ihm helfen. Ah, ich kann nicht da rein ohne einen Imkerhut. Die Bienen würden mich stechen. Okay, hier haben wir eine Bogensehne. Können wir die Pfanne? Nee, können wir nicht klauen. Okay. Ja gut, dann gehen wir wieder. Also wenn wir hier nichts klauen können, dann gehen wir wieder. Können wir hier? Nicht. Ach so, weil uns sonst die Bienen stechen. Alles klar. Tja, dann gehen wir erstmal wieder weg. Und lassen den armen Riesen Riesen sein. Ah, guck mal, hier ist die Kugel. Reden wir erstmal mit dem. I have cast on this machine are weakening, but I can hold them yet a little while. You must go to the great
tree and awaken its spirit. Only the great tree can help destroy this monster. Hurry, I pray. My strength fails me. Ach, das ist der Nostramus. Ah, okay. Schauen wir nochmal rein, weil ich habe jetzt nicht alles mitbekommen. Also wir sollen zu dem großen Baum gehen und seinen Geist erwecken. Und er selbst kann uns leider nicht helfen, denn er muss sich darauf konzentrieren. Seine Energie, mit seiner Energie die monströse Maschine im Bann zu halten, im Bann des Zyklopen zu halten sozusagen. Guck mal, ein Buch. A book. Probably a magic book is missing here. Also hier fehlt wahrscheinlich ein magisches Buch. Aber wir brauchen noch die Kugel. Können wir nicht einfach klauen? Können wir Bücher klauen vielleicht? Ah, diese Bücher waren nur eine Illusion, die diesen Platz, wie heißt es, versteckt haben. Die Hände sind nicht stark genug, um die Nägel rauszuziehen. Dann machen wir es doch mit dem Hammer. Und nehmen die Nägel und das magische Buch auch gleich. Gut, das magische Buch lassen wir wahrscheinlich da. Oh. Rotate the constellation inside the ball till the stars. Also, wir sollen das Ding hier so lang drehen, bis die Sterne genauso aussehen, wie sie auf dem Bild aussehen. Das kann ja heiter werden. Alter, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Vor allem, weil nämlich die Y-Achse invertiert ist. Wenn ich so drehe, dann dreht sich es hinten nach unten und nicht vorne. So sieht es doch eigentlich schon ganz okay aus. Keine Ahnung, wie das aussehen soll. Ehrlich nicht. Ja, natürlich. Das war genauso geplant. Alter, noch mehr. Ich habe doch jetzt schon keine Ahnung. Andersrum. Tja, ich bin gut. Genau andersrum natürlich. Dass der Teil unten ist und so. Alter, ich bin echt ziemlich gut, bin ich. Ich will mich ja jetzt echt nicht selbst loben oder so, aber Respekt. So, komm, vier sind... Alter, was? Nee, komm. Passt doch. Zumindest fast. Gut, wahrscheinlich muss ich das noch umdrehen, jawohl. Das Spinnen geht hier. Muss ich natürlich noch umdrehen. So. Und jetzt können wir endlich die Kugel klauen. Endlich. Ich dachte schon, die kriegen wir gar nicht mehr. So. To wind the clock, I need to find the other weight. Also wir brauchen das andere Gewicht, um die Uhr zu benutzen. Na egal, wir sitzen hier draußen jetzt erstmal die Kristallkugel ein und kriegen dafür eine Sonne. Ah, die brennt ein bisschen. Heiß und so, ne? Versteht ihr schon. Können wir den Hut vielleicht mitnehmen? Hier kommt doch zuerst wieder ein Filmchen.
nein. Die Kreatur macht wieder Ärger. Wann will sie mich endlich in Ruhe lassen? Und wieso kann ich sie nicht einfach abschießen? Ich muss erst den Bogen zurückziehen. Doch einen Pfeil, dann nehmen wir Nägel. Hä, wieso nicht? So, jetzt sind wir auf alle Fälle. Was? Wie süß. Okay, wenn wir das Netz draufpacken. Okay, wir müssen das Netz irgendwie festmachen. I don't understand what this little fellow is saying. I should use the mind scope on him. Ich kann diese kleine Dinge nicht verstehen. Ich sollte das Mind Scope benutzen. Der Kerl da unten soll drehen. Also, ne, der Kerl da ganz unten hier soll drehen, damit der hier rüber geschoben wird. Was können wir denn hier? Emblem, Sonne? Mhm. Wir müssen das hier jetzt noch irgendwie festmachen. Vielleicht dran nähen. Hammer. Was ist das? Ah, wenn es Bimmel Bimmel macht, dann dreht der. Aber die Glocke fehlt. Alter, hier ist alles weg. Was macht denn der Magier den ganzen Tag, hä? Nur ein Ameisenhaufen, aber wieso können wir dann noch hier hin? So. Können wir doch mit dem Fass... Doch, das... Das geht. Wie nähen wir das Ding fest? Hier ist noch ein Haken. Brauchen wir Nadel und Faden? Ernsthaft? Warte, da oben hing noch was. Ne, da können wir auch nicht hin. Ich brauche nur noch ein Gewicht. Die Nägel gehen natürlich nicht als Pfeil. Natürlich kann man... Wieso kann man das blöde Ding hier nicht festmachen? Wo kriegen wir jetzt Garn her? Wieso kann man den nicht als Geschosse hernehmen? Lauter Fragen. Durch Zugang, was ist das? Ein Gedicht.